Dank eines Siegs über den ersten FSV Mainz 05 hat sich der erste FC Köln erstmals seit 25 Jahren wieder für den Europacup qualifiziert. Am Ende brachen alle Dämme, freudetrunken stürmten die Kölner Fans den Platz und feierten ihre Europahelden. Jonas Hector und der ganz starke Yuya Osako hatten den ersten FC Köln gerade zur ersten Europacup-Teilnahme seit 25 Jahren geführt. Der Nationalspieler, 43. und der Japaner, 87. sorgte mit ihren Treffern für den entscheidenden 2:0-1:0-Sieg gegen den ersten FSV Mainz 05. Köln beendet seine beste Bundesliga-Saison seit einem Vierteljahrhundert damit auf dem 5. Platz. Die Mainzer, bei denen die Zukunft von Trainer Martin Schmidt noch nicht geklärt ist, hatten den Klassenerhalt bereits am vergangenen Wochenende mit dem 4:2 gegen Eintracht Frankfurt praktisch perfekt gemacht. Schon rund 90 Minuten vor dem Anpfiff bereiteten hunderte Fans dem Kölner Team einen eindrucksvollen Empfang vor dem Stadion. Der Mannschaftsbus fuhr die letzten Meter im Schritttempo, die Anhänger standen Spalier und erinnerten noch einmal lautstark an den Auftrag: Eines Tages wird's geschehen, und dann fahren wir nach Mailand, um den FC Köln zu sehen. Mainz verkauft sich teuer? Im auserkauften Stadion wurde zu Beginn aber schnell eines deutlich: Mainz war nicht angereist, um Kölner Wünsche zu erfüllen. Die Gäste verteidigten hochkonzentriert, beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Die Kölner leisteten sich in der Offensive einige Ungenauigkeiten und spielten meist zu umständlich. So blieben eine abgefälschte Freistoßflanke von Milos Jojice, 3., und ein starker Distanzschuss des Serben, 13., zunächst die einzigen Chancen des FC. Auf der anderen Seite setzte Johan Córdoba, 5., einen Schuss knapp über das Tor. Nervenspiel in der ersten Halbzeit. Stöggers Mannschaft musste sich ihre Überlegenheit bis zur Pause hart erarbeiten, und der entscheidende Pass kam weiterhin nicht an. Die Begegnung wurde in dieser Phase allmählich zum Nervenspiel für die Kölner. Das berüchtigte Publikum blieb allerdings positiv, die Stimmung im Stadion kippte nicht und kurz vor der Pause wurden die Anhänger belohnt. Osako setzte Hector per Kopf hervorragend ein, der Linksfuß drang in den Strafraum ein und schloss flach zur Führung ab. Vor allem Hector hatte zuvor mit vielen Ballgewinnen und zahlreichen klugen Entscheidungen dazu beigetragen, dass die Gastgeber nicht verkrampften. Jojice verpasst die Entscheidung. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte war nicht wirklich erkennbar, dass die Mannschaften unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen angetreten waren. Köln spielte um Europa, Mainz hätte 0:10 verlieren müssen, um überhaupt noch in Relegationsgefahr zu geraten. Weiter gab es auf beiden Seiten kaum Chancen, auch Kölns Top-Torjäger Anthony Modeste kam kaum zum Abschluss. Erst als ein Jojice-Schuss aus mehr als 40 Metern haarscharf am leeren Mainzer Tor vorbeirauschte, hatten die Kölner Fans den Torschrei erneut auf den Lippen, 63. Es blieb jedoch eine völlig offene Begegnung. Osakos Treffer kurz vor Schluss sorgte schließlich endgültig dafür, dass die Kölner nun einen Karneval im Mai feiern können.